So, hallo, hallo, es ist vollbracht. Wir haben 2000 Abonnenten erreicht. Ich danke euch. Mega, mega, mega. Ich freue mich riesig. Und alle, die sich angemeldet haben, für die habe ich einen Extra-Bonus. Also für alle, die gewinnen wollten bei der Verlosung, die haben auch ein E-Mail von mir bekommen mit einem kleinen Geschenk. Ich gratuliere der Gewinnerin und ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Ja, ihr Lieben, ich wollte hier dieses Video nutzen, um zu sagen, ich kriege immer wieder E-Mails oder Instagram-Nachrichten in Bezug auf Gratis-Coaching. Und die Regeln sind ganz klar. Gratis-Coaching ist hier auf YouTube. Und wenn du individuelle Fragen hast und individuelles Coaching möchtest, dann sind eben diese Einzelgespräche da oder natürlich Rising Up, weil genau darum geht es. Du musst mit deiner Identität aufsteigen. Steigen in dein Divine Design Selbstverständnis. So denken, so fühlen und so handeln, wie diese Person, die alles schon hat, weil sie weiß, sie ist göttliches Design, weil sie weiß, es ist alles schon da, weil sie weiß, sie muss einfach nur ihren Seinszustand da hineinsetzen, in diese Persönlichkeit jetzt schon leben, denken, fühlen und handeln, wie wenn dieser Wunsch schon erfüllt ist, weil der Wunsch ist ja erfüllt, einfach in der noch nicht physikalischen Welt und er kommt durch dich outgepusht in die physikalische Welt. Aber wenn du in der energetischen Welt, in der nicht physikalischen Welt nicht darin lebst, wird es keinen Outpush geben oder, Achtung, nur einen kurzfristigen Outpush. Und hier eine Frage von einer Abonnentin, weil sie ist einfach wirklich die Frage, die immer wieder kommt. Und hier steht, ja, was du sagst, spricht meine Situation an. Ich habe die Methode von Neville Goddard einen Monat lang gemacht und die Affirmation wiederholt, ist es nicht wundervoll. Es ist keine Methode. Es ist ein Prinzip und mit Methoden kommen wir hier nicht weiter. Methoden helfen uns, in das Prinzip einzusteigen, das Prinzip zu verstehen, das Prinzip anzunehmen. Aber solange du noch glaubst, hier eine Methode anzuwenden, hast du nicht verstanden, dass es um deinen Seinszustand geht. Und jetzt kommt es weiter, hier wurde geschrieben. Es hat in vielen Dingen funktioniert und ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Sogar mein Ex-Freund ist zurückgekommen. Aber alle Methoden wirken nur für kurze Zeit, denn nach ein oder zwei Tagen kehrt er wieder zurück zu seinem alten Verhalten, zu seiner alten Version. Er hat sogar neulich geschrieben, und am nächsten Tag kam dann nichts mehr. Also ich höre seit Tagen nichts mehr von ihm, werde geghostet. Ich versuche ihn in seiner neuen Version zu sehen, affirmiere viel, aber es gelingt mir nicht und ich gerate immer wieder in den gleichen Teufelskreis. Selbst wenn ich an mir arbeite, sehe ich schöne Sachen, bekomme Komplimente und ich fühle mich besser. Aber es hat keinen Einfluss auf ihn scheinbar. Was kann ich tun? Und es ist immer wieder die gleiche Antwort. Es geht nicht um die andere Person. Es geht um dich, es geht um dein Selbstkonzept und es geht darum, wer du bist. Und wenn du nicht dein Selbstkonzept zu deinem absoluten neuen Normal machst, zu deiner neuen Identität, dann wird sich im Außen eben nur kurzfristig etwas zeigen. Und hier schreibt sie weiter,
Es passiert immer etwas, wenn wir uns treffen noch möchten. Wir verabreden uns und am nächsten Tag verschwindet er. Ich möchte ihn so gerne haben. Ich habe alles getan, aber leider Gottes komme ich sofort wieder in den Mangel. Auch wenn ich in 3D die 3D ignoriere, sehe ich ihn immer noch als seine alte Version im Hinterkopf meines Geistes. Und ich kann das nicht ändern. Nein, das kannst du erst ändern, wenn du dich selbst geändert hast, wenn du in deine Divine Design Version eingetreten bist, aus deinem Divine Design Selbstkonzept heraus denkst, über dich, über die anderen, über deine Welt. Erst dann wird es sich ändern. Und das ist genau das, oder? Ich affirmiere weiter in solchen Momenten positiv, aber in meinem Kopf ist immer noch das Alte. Es passiert unwillkürlich. Nein, es passiert nicht unwillkürlich. Es passiert unbeobachtet. Es passiert automatisch, weil es eine Reflexion deines Selbst ist, weil du immer noch glaubst, dass du die Frau bist, die nicht gut genug ist und die im Außen irgendetwas erreichen muss, irgendetwas machen muss, einen Beweis im Außen sucht. Und da wirst du ewig suchen. Wenn du nicht im Innen verankert bist, in deinem wahrhaftigen Divine Design, Selbstkonzept wird sich nichts ändern. Solange du dieses Selbstverständnis nicht klar hast für dich, wird sich nichts ändern. Es ist so, so wichtig. Es geht um diesen Prozess. Und es ist ein Prozess, bis dein Verstand voll und ganz widerspruchslos akzeptiert, wer du wirklich bist. Und dann dich genau dahin führt, was deinem Seinszustand entspricht. Dein Verstand ist dein Freund. Dein Verstand muss aber trainiert werden auf das, was du bist, wie du die Welt siehst, wie du denkst über die Welt, was deine Annahmen sind und deine Überzeugungen. Und das ist Training. Und dieses Training erfährst du in meiner Mastermind Rising Up into Divine Design Identity 3 Monate. Und es ist ein Minimum von 3 Monaten, wo du dir geben darfst, dich zu verankern in deinem wahren Sein, weil es ist natürlich nicht einfach, sein Denken von heute auf nachher zu ändern. Obwohl es theoretisch möglich wäre. Aber dadurch, dass es 3D, die äußere Realität, langsamer ist, ist immer wieder diese Versuchung da, zu glauben, dass es nicht funktioniert, zu glauben, dass es nicht wirkt und immer wieder in das alte Denken, in die alten Muster, in die alten Überzeugungen zurückzufallen. Und deswegen ist es ein sturer Prozess. Es ist ein Prozess, der alles von dir verlangt. Es ist ein Prozess, wo du all in gehst und zwar für dich. Und nachher hast du nicht nur eine spezielle Person, du hast das ganze Universum voller speziellen Personen für dich auf deiner Seite. Nachher hast du Geld für dich auf deiner Seite, weil du erkennst, wer du wirklich bist, weil du erkennst, was für ein Prinzip der Energie hier am Start ist in diesem Leben, in dieser Welt. Und dass wir dafür designt sind, diese Reise zu begehen. Und das einzig und allein, dieser Mangel, der so weh tut, uns genau dahin schubst, zu schauen, zu gehen, die Wahrheit zu sehen. Und letztendlich ist das Königreich da. Aber wenn du nicht der König, die Königin bist und nicht weißt, wie man denkt, fühlt und sich verhält als dieser Mensch im erfüllten Wunsch, im Königreich, wirst du halt nach wie vor mangelhafte Situationen erfahren, bis du
all in gehst in die Fülle, bis du all in gehst in das Prinzip, dass alles schon da ist für dich. Und solange hier dieses menschliche Design, dieses Mangeldenken, dieses Verlustdenken, dieses ich muss aber im Außen was haben, bevor ich im Innen was glauben kann, solange du dieses Denken an den Tag legst, wirst du immer wieder zurückfallen in eine Identität, die abhängig ist, die nicht frei ist, die fremdbestimmt ist. Und dabei sind es nur deine eigenen Ansichten, Überzeugungen, die Fremdbestimmung vorgaukeln. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche mir, dass du das verstehst. Und wenn ich dir helfen darf, weil du dir so viel wert bist, weil du so viel Wertschätzung an den Tag legst, dass du sagst, ich weiß, dass mit Unterstützung hier ein Turbo gestartet werden kann, bin ich für dich da. Aber solange du noch im Mangel unterwegs bist und diesen riesengroßen Shift für dich nicht an den Tag legst, bin ich nicht für dich da, um dich im Mangel, im finanziellen Mangel in diesem Falle zu bedienen. Wir haben alle Ressourcen dieser Welt zur Verfügung, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir diesen Reichtum, diese Fülle, diese Erfüllung einfach nur betreten müssen. Und die Eintrittskarte ist, wer bin ich? Ja, ich habe eine wunderbare Masterclass übrigens. Sie heißt I Am Chosen. Und da ist ein Workbook dabei. Und das hilft dir genau auf diesem Prozess für diese Übungen. Es ist ein Online-Kurs. Alle Online-Kurse sind im Moment auf meiner Homepage mywellfeeling.com für dich noch zum halben Preis zu haben, wenn du den Gutscheincode I Am, also IAM, in das Feld Gutscheincode eingibst, reduzieren sich die Preise um 50% für alle Online-Kurse bis zum 24.07., das ist der nächste Montag. Nütze das. Ich lege es dir ans Herz. Wenn du jemand bist, der seinen SP zurück möchte, nehme diesen I Am Chosen Selbstkonzept Workbook und Masterclass her und arbeite es durch und dann siehst du ganz genau, was zu tun ist. Und es ist einfach zu tun. Und jeden Tag bist du Schöpfer, jeden Tag bist du Meister, Kreator, Manifestor, Manifestorin, jeden Tag. Und jeder Gedanke manifestiert, wenn er auf einer Überzeugung basiert. Und solange du davon überzeugt bist, dass Einschränkungen herrschen oder begründet sind oder Einfluss haben, dann wirst du eben noch beeinflusst sein. Aber in Wahrheit ist deine Energie rein und klar wie ein Kristall. Und wenn du diese klare Energie nicht verschmutzt, dann ist sie so powerful, dass sie innerhalb kürzester Zeit sofort manifestiert und verändert. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du da bist auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du auf dieser Divine Design Reise bist und dir das Leben deiner kühnsten Träume manifestierst. Denn alles ist möglich, alles ist jetzt schon da, alles bist du. Und es ist eine Reise zu dir selbst, zu deiner höchsten, großartigsten Divine Design Version. Und es gibt keine Limits. Und wir sehen uns im nächsten Video.